Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Nach den vielen positiven und auch traurigen und auch mutmachenden Kommentaren zu meinem Video, das ich VSCO bzw. Visco-Effekt genannt habe und es gleichzeitig als mein wahrscheinlich letztes Video oder Tutorial bezeichnet habe, haben mich dazu bewegt, doch noch ein bisschen weiterzumachen. Ja, muss ehrlich sagen, es fällt mir ein bisschen schwer, weil ich hatte eigentlich eher abgeschlossen, aber das ist ja nicht eure, damit habt ihr nichts zu tun, sondern es ist eine eigene Sache. Und ich möchte heute einfach noch mal ein bisschen weitermachen mit einem Tutorial, und zwar, wie kann man einen selektiven Fokus mit GIMP, in dem Falle GIMP 2.9, erzeugen. Das ist ja sicherlich eher ein Anfänger-Tutorial, aber gut, auch die Spezialisten, die können das bestimmt noch mal gebrauchen. Und zwar, wir können auf der einen Seite hingehen und um diesen selektiven Fokus zu erzeugen, mit dem Weichzeichnen und Schärfen-Werkzeug arbeiten beispielsweise. Oder wir können mit zwei Ebenen, einer Ebenenmaske arbeiten, mit Auswahl und so weiter, um ja, diesen selektiven Fokus ja, zu erreichen. Etwa vielleicht mit einem gaußschen Weichzeichner, mit einer Einstellung von 10 in etwa und wie auch immer mit Ausblenden und so weiter. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Da das Tutorial nicht besonders kompliziert ist, werde ich dann jetzt auch aufhören mit dem Reden, und es wird gleich Musik kommen. Und herzlichen Dank fürs Schauen. Nochmal vielen Dank für euer Mutmachen. Und vielleicht mag der eine oder andere mir noch einen Kommentar schreiben oder einen Daumen nach oben geben. Und gleich hier am Ende kommt dann auch nochmal mein Kanalsymbol für die neuen Menschen, die vielleicht dieses Video hier zufälligerweise gefunden haben. Und die können dann mir ein Abo noch dalassen. Wie auch immer. Herzlichen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.